Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Nierim. Mir ist aufgefallen, da ja hier irgendwo eine Magierolle lag, eine Zauberrolle, wäre es vielleicht die Lösung, dass wir irgendwie einen Feuerball auf die losschießen und sie somit reizen, weil einen anderen Zauber haben wir ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Dementsprechend. Ihr habt euch den Erfolg Schläger verdient. Seife! Rettet die Seife! Ich habe einige der auf dem Boden liegenden Seifenstücke aufgesammelt. Das sollte reichen, um Carrick zu retten oder zu helfen. Ich brauche Seife. Gib mir Seife. Dann kann ich meinen eigenen Seifenladen aufmachen. Was ist jetzt eigentlich los? Oh. Okay. Anscheinend haben die... Ja, er ist ein Aufruhr, aber näher kommen die trotzdem nicht. Warum auch immer, es soll mir recht sein, dann habe ich zumindest die Seife. Ach je. Und falls ich jetzt jemand übrigens fragen sollte, was es mit dem USB die ganze Zeit soll, ich weiß es selbst nicht. Es war, seit ich diesen PC gekauft habe, schon immer das Problem gewesen. Ich habe nichts gemacht, ich habe auch kein Gerät eingesteckt. Es ist einfach, keine Ahnung. Ich kann es nicht beurteilen, warum es so ist. So, Carrick, ich habe gehört, du willst hier raus. Habt ihr etwas gefunden, das mir helfen kann? Ja. Ihr habt Seife. Gebt her, schnell. Was für eine geniale Idee. Ah, das ist gut. Es wird klappen. Ich werde diesen Helm gleich abbekommen. Wow. Ah, es hat geklappt. Ach, bloß weg mit diesem Helm. Denke, ihr verdient eine Belohnung. Seht her, was in der Vorderseite des Helms eingelassen war. Ich schenke es euch. Was will ich auch mit so einem roten Stein? Mensch, mit Helm sah er irgendwie hübsch aus. Ihr habt soeben einen magischen Edelstein erhalten. Diesen könnt ihr benutzen, um euren Gegenständen magische Eigenschaften zu verleihen. Aha, okay. Das checke ich gerade mal ab. Wo ist denn das? Das ist ein Rubin. Ein unreiner Feuerrubin. Feuer starten 1 Punkte für 3 Sekunden an Schlag. Das heißt, wir könnten jetzt das mit irgendeiner Waffe zum Beispiel verbinden und dann hätte diese Waffe diesen Zauber. Okay, Moment. Ah, oh, das klingt nicht schlecht, ne? Öffne euer Tagebuch. Ach ja, wir können eine Stufe aufsteigen. Sehe ich ja jetzt gerade erst. Moment. Hier. Level aufsteigen. So. Ich würde sagen, wir werden ein bisschen auf Geschicklichkeit gehen, gerade weil es im Kampf natürlich von Vorteil ist. Dann des Weiteren Konstitution und Willenskraft. Weil Glück und so weiter, das werde ich wahrscheinlich erst spät im Spiel ein bisschen skillen. Das ist mir dann auch eher so sekundär wichtig. Gut. Jetzt denke ich, wird es langsam mal die Zeit, dass wir ein bisschen was. Dass wir hier rauskommen, würde ich mal sagen. Weil ich habe nicht vor, noch Ewigkeiten hier in diesem kleinen Dörfchen hier zu verweilen. Und es spielt gerade Feindesmusik. Greife die jetzt an. Nein, das tun sie nicht, aber... Wirklich? Und ihr sollt die Rettung dieses Landes sein? Wirklich? Alles muss man selbst machen, ne? Das ist doch immer so. Ich bin gerade auf der Durch... Ja, ja, alles klar. Können wir bei dir vielleicht noch irgendwas... Hast du noch irgendwas Wichtiges, was wir uns mittlerweile leisten könnten? Ich will gerne... Nein. Einen Genesungstrank noch zur Sicherheit mitnehmen. Wer weiß, was passiert. Ansonsten... Ja, die Jagdbücher, aber die kann man natürlich nicht leisten. Dietrich im Moment auch nicht. Ja, gut. Was steht jetzt eigentlich an? Haben wir eine Aktualisierung im Questbuch irgendwo stehen?
was ich übersehen habe. Boah, ich muss mich echt doch an dieses Menü gewöhnen. Ich werde ihm zu einem gewissen mehr folgen. Ja, das ist aber nicht das, was ich. Ja, nee, das hilft mir jetzt auch nicht viel. Was ist denn jetzt los? Soll ich die Tür? Die Tür ist unmöglich zu öffnen. Soll ich nochmal so einen Arkanstoß loslassen? Vielleicht bringt das was. Also, dass wir quasi hergehen und die noch ein bisschen mehr reizen. Oh, ich bin so gewohnt an dieses Skyrim Menü, dass ich jetzt hier vollkommen rauskomme. Wo gibt's das jetzt nochmal? Ja, bitteschön, hier. Für euch! Das interessiert die irgendwie gar nicht. Ja gut, dann haben wir jetzt eine Feuerrolle oder eine Arkane Rolle verbraucht. Für nichts und wieder nichts, egal. Man muss in dem Spiel natürlich auch ab und zu mal was ausprobieren. Was ist denn jetzt los? Kann ich jetzt nochmal zurückgehen oder was steht an? Oder ist es einfach verbuggt, dass die jetzt irgendwie... Ich kann mir nicht helfen, ich glaube, dass ich jetzt mittlerweile schon... Ich habe ja... Um das vorwegzunehmen, den letzten Part zweimal aufnehmen müssen, weil er erst total verbuggt war. Ich habe hier bei diesen ganzen Rattenlöchern übelste Probleme gehabt. Aber er rennt rum. Also er ist in Panik. Dann schaue ich mal, was in der Mine so abgeht. Was denn? Ihr wollt immer noch weiterarbeiten? Na, eure Tatkraft möchte ich haben. Keine Ahnung. Ihr könntet ja mal beim Tor vorbeischauen und mit Morten reden. Er leitet die Wache hier. Das ist der, der uns nicht gerade positiv gestimmt gegenüber ist. Der uns da vorhin angeschwärzt hat, weil wir einfach nur Körperhygiene betreiben wollten. Wir wollten einfach nur schön sein. So eine Maid hier in diesen grauen, dunklen Kriegszeiten muss ich doch auch mal schön machen können. Hat sich jetzt was getan? Jetzt. Ah, sie haben sich raus. Ja, es ist ein Fortschritt. Oder auch nicht. Morten, ich möchte mit dir reden. Was wollt ihr denn schon wieder? Ja, helfen, wenn es geht, wa? Aufgaben? Was zu tun? Ihr wollt mir helfen? Ich bräuchte eine Verstärkung für das Tor. Sicherlich findet sich etwas oben in der Mine. Aber erwartet keinen Lohn. Ich schütze schließlich euer Leben. Das muss ausreichen. Mit dem Schlüssel hier kommt ihr in die obere Mine. Sucht dort nach etwas, was das Tor stützen kann und kehrt dann zu mir zurück. Aber passt auf, diese Mine ist seit einigen Wochen nicht mehr betreten worden. Wer weiß, was dort alles haust. Okay, das heißt, sie müssten wieder hoch. Yay. Werden hoch und runter gescheucht. Ist das jetzt die Schattenmine, die ich da oben immer gefunden habe, oder ist das die normale? Also in der wir auch vorhin waren, in der diese ganzen anderen Leute noch hausen. Lass mich gerne mal nachschauen. Zur oberen Mine, dann wird das wahrscheinlich die... Oder? Müssen wir mal auschecken. Ich bin mir gerade nicht sicher. Hallo, es ist jetzt gut langsam. Wirklich, es geht mir langsam wirklich auf den Keks. Schattenruf mit dem Obereingang. Tatsächlich, wir müssen hier hin. Mortens Minenschlüssel. Aktiviert und wir können jetzt rein. So, hier müssen wir jetzt irgendwas finden, das den Wall da vorne irgendwie stützt. Und ich habe ein bisschen Panik, weil falls hier tatsächlich noch Trolle herrschen, wer weiß, kann ja sein, dass hier tatsächlich noch solche Viecher rumlungern, wird es keine freundliche
Nicht spinnen. Ja, natürlich, so eine Spinne hält 20 Schläge aus. Verrecke! Niemand braucht dich in dieser Welt. Nicht mal deine Mutter braucht dich. Jetzt habe ich sie gegeben. Mindere Spinnenseide und Spinnengift. Nehmen wir mit. Ich habe das dumpfe Gefühl, dass hier tatsächlich noch jemand zu Werke ist. Dass wir nicht ganz alleine sind. Und dass es nicht nur die Spinnen sind, aber ich kann mich auch täuschen. Oh, nee. Nein! Ah! Ich will die Viecher nicht haben. Stoff. Schaufeln, das ist ganz gut. Ansonsten. Ja, komm, nehmen wir es mal mit, vielleicht was kann man verkaufen. Ich fand zwei stabil aussehende Schaufeln, die sollten das Tor zusätzlich stützen können. Schaufeln? Das ist eine Stütze? Hä? Warum? Wollte der... Hä? Also das ist jetzt auch wieder sowas, was ich nicht ganz verstehe. Wie wollte der mit schon mit zwei Schaufeln irgendwie jetzt die Laster irgendwie abwenden können? Und natürlich sind da oben noch weitere Spinnen. Yeah. Ist da eigentlich irgendwas da oben? Pilze. Oder noch mehr? Oh je. Oh je, wo bin ich hier gelandet, ey? Schattengrufmine. Die Frage ist, gehen wir da lang? Ich schau mal kurz rein, würde ich sagen. Und wenn das irgendwie jetzt nicht so aussieht, als gehören wir zu der Zeit im Spiel schon dahin, werde ich das auch wieder schnell verlassen. Okay, wir können gar nicht. Doch, wir können da lang. Nein, wir gehen zurück. Ich bin mir gerade echt auch unschlüssig gewesen, warum wir jetzt nochmal da zurückgegangen sind, weil, wenn das alles in der gleichen Mine gewesen ist, dann hätten wir doch eigentlich auch den Schlüssel gehabt dafür, oder nicht? Oder bin ich da gerade ein bisschen... Nicht auf Spinnen treten, das ist ungesund. Wobei schlimmer wäre natürlich, auf so eine ekelhafte Qualle zu treten. Das ist nämlich das Schlimmste. Ich weiß nicht, ob das von euch jemand schon mal erlebt hat. Mir zum Glück ist das noch nicht widerfahren. Wenn er solche Quallen tretet, die irgendwo im Meer zu finden sind. Das brennt dann auch ganz schön. Und diejenigen, die das erlebt haben, werden mir da, denke ich mal, recht geben. Das braucht niemand im Leben. So, jetzt bin ich mal interessant, wie die mit zwei Schaufeln diesen Wall stützen wollen, ja? Das will ich sehen. Und der Wind pfeift durch die Blätter. Und der USB-Stick ist... Holy shit! Ich glaube, die brauchen wir jetzt nicht mehr. Ich glaube... Sollen wir die bekämpfen? Wir sollen die bekämpfen. Schon bekämpfen, oder? Dieses Gesicht, ey. Ah, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Man schlägt keine Frauen. Man schlägt keine Frauen. Kampfmagier. Hullala. War das eine gute Idee? Habe ich das machen sollen? Wahrscheinlich schon, oder? Den hätten wir uns wahrscheinlich eh nicht angeschlossen, so dermaßen rüpelhaft, wie die drauf sind. Wir haben den Angriff überstanden. Ich kann mich jetzt zur Abtei aufmachen. Ach so, okay. Nachdem der Minenwall wieder offen ist, habe ich jetzt endlich die Möglichkeit, zur Abtei zu reisen. Vielleicht soll ich aber vorher noch bei Purim in der Mine vorbeischauen. Okay, weiter. Nice ass. Ja, bück dich, du Schlampe, ne? Okay, dann haben wir jetzt diesen Angriff relativ schnell überstanden. Und,
Ah, wo ist die Karte, Alter? Da. Müssen wir jetzt zur Abtei Tirin gehen? Ich glaube, dass jetzt hier eigentlich nichts mehr zu machen ist, oder? Hier ist zumindest kein Pfeil und kein Quest-Signal mehr. Es sei denn, ich gehe natürlich nochmal kurz zu Purin, das werde ich noch kurz machen. Und dann können wir endlich aufbrechen und unserem eigenen Ziel nachgehen, nämlich bei unserem guten Meister, ja, vorbeischauen und ihm diesen gefälschten Armeesbrief geben, damit wir mehr oder weniger die Ehre haben, beim diesem Orden aufgenommen zu werden. Ich denke immer... Oh. Ja, okay. Ich denke immer, wir können da hinten nochmal... Da gibt es eine Verbindung, aber da gibt es keine. Alles klar, ich habe gelernt. Dann gehen wir eben den Weg nochmal zurück und... Na, was habe ich gesagt? Im Nu ist die Tür wieder offen. Ich muss jetzt gleich zur Abtei von Tirin ein paar Besorgungen machen. Wollt ihr mitkommen? Ja, das trifft sich gut. Ich denke, wir werden hier eh nichts mehr machen. Bei dem Verkäufer werden wir, denke ich mal, keine großen Einkäufe mehr tätigen. Dementsprechend gehen wir zusammen, würde ich sagen. Schön. Bist du besser als alleine. Ein Boot. Damit kommen wir über den See. Folgt mir. Cool, ein Boot. Eine Bootsfahrt, die ist lustig. Ich habe jetzt gar nicht gesehen, dass mir die ganze hinterhergerannt ist, aber... Ja, gut. Dann würde ich sagen, verlassen wir mal dieses Fleckchen. Bist du tot? Oder bist du einfach nur... Ich glaube, er ist tot. Oh, den müssen wir noch richtig platzieren. So geht es ja gar nicht, ey. So geht es gar nicht. Finde ich nicht in Ordnung. Da muss da gescheit reingelegt werden. Okay, der will nicht. Das heißt, wir können jetzt da durchschreiten. Bei ihm. Oh, an arrow in the knee. Ach so. Oder im Tor. Guten Eisenhändler können wir jetzt mitnehmen. Der gehört uns eigentlich gar nicht, aber wir müssen jetzt recht sein. Dann nehmen wir hier noch diesen Eisenschild mit und dann natürlich nochmal Seife. Ist ja wichtig für das große Abenteuer. Und im nächsten Part werden wir unsere Reise antreten. Wir werden mit dem guten Prorim zusammen eine schöne Bootsfahrt erleben. Ja, er winkt schon. Und dann wollen wir uns mal zur Abtei Tirin begeben. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ciao!